Und wenn jetzt jemand zu dir in die Sprechstunde kommt und sitzt da und ja, hat vielleicht auch einen extremen Schub oder generell sagt, er möchte jetzt einfach mal einen anderen Weg gehen, wie gehst du vor, wenn jemand bei dir ist mit Schuppenflechte? Als ganzheitlich arbeitender Mediziner gehe ich halt gern an die Ursachen ran. Und was ist die Ursache von Schuppenflechte? Eine Entzündung. Unser eigenes Immunsystem richtet sich gegen Substanzen in der Haut und greift diese an. Autoimmunerkrankungen sind mittlerweile ein bisschen mein Schwerpunkt geworden. Und das Schöne ist, dass die Behandlung eigentlich furchtbar einfach ist. Wenn jemand Neurodermitis hat, Asthma oder Multiple Sklerose oder Hashimoto, das ist für mich alles dieselbe Krankheit. Es gibt keinen Unterschied. Klar, das Zielorgan ist ein anderes, aber das Grundthema Entzündlichkeit, dass ich die Entzündlichkeit im Körper behandeln muss, das ist bei allen völlig gleich. Und da ist eben, wie gesagt, die Grundlage die Ernährung. Es muss ja eine Ursache geben, dass wir vor 100 Jahren solche Erkrankungen zwar auch kannten, aber diese relativ selten waren. Das kam eigentlich kaum vor. In der Schulklasse gab es mal ein Kind, was Heuschnupfen oder Neurodermitis hatte. Und heute ist ja in den Schulklassen die Regel. Und unsere Gene haben sich in den letzten 2, 3 Generationen nicht verändert. Also es kann nur an der Umwelt liegen. Und ein ganz großer Punkt ist eben dabei die Ernährung. Wir ernähren uns heute eben ganz anders als vor 100 Jahren. Und die Nährstoffe spielen eine große Rolle. Das Erste, was ich bei all diesen Erkrankungen mache, ich mache eine sehr ausführliche Nährstoffanalyse. Wir müssen jetzt gar nicht auf alles im Einzelnen eingehen, aber die wichtigsten Nährstoffe sind Vitamin D, ganz wichtig, entzündungshemmendes Mittel par excellence. Brauche ich nicht viel drüber zu sagen, da hast du noch einen eigenen Vortrag dazu. Genau. Zink, unser wichtiges Hautmineral. Selen, auch anti-entzündliches Spurenelement. Viele sind im Mangel. Und eben Omega-3. Also diese 4 Substanzen untersuche ich bei jedem, der eine Autoimmunerkrankung hat. Und einer hat nur 2 Mangelzustände, aber ich habe auch nicht selten Patienten, die alle 4 gravierende Mangel haben. Und wenn man das dann behebt, dann, ich will jetzt kein Handlungsversprechen abgeben, aber dann werden diese Autoimmunerkrankungen häufig deutlich besser bis hin zum Verschwinden. Wir werden nachher auch noch gern ein Beispiel dazu einblenden. Ja, und genau, also Zink, Selen, kannst du da vielleicht so ein bisschen mehr darüber erzählen? Warum ist es wichtig? Wie kann der Körper das aufnehmen? Warum liegt Mangel vor, wenn diese Nährstoffe fehlen? Fangen wir mal beim Selen an, das ist ein bisschen einfacher. Selen ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, welches wir in unseren Böden in Mitteleuropa einfach viel zu wenig haben im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. Wir sind ein Selenmangelland. Die Tiermedizin hat das schon seit vielen Jahren erkannt und seit den 90er Jahren gibt es eine Vorschrift, dass Tierfutter mit Selen angereichert werden muss. Vorschrift. Und seitdem sind einige häufige Krankheiten bei den Tieren komplett verschwunden. Die Ernährungsmedizin bei den Menschen und die Ärzte haben das irgendwie immer noch nicht begriffen. Ich verstehe nicht warum. Und die Normwerte, das ist das Schlimme, die Normwerte beim Selen stimmen nicht, weil da wird in der statistischen Normwert genommen. Wenn ich halt den statistischen Normwert einer Mangelbevölkerung nehme, dann bekomme ich halt einfach viel zu tiefe Werte. Also ich gucke mir das Selen an und ich will die Patienten an der oberen Normgrenze einstellen. Das sind eigentlich die optimalen Werte, um Entzündung bekämpfen zu können. Zink ist ganz wichtig für die Haut. Menschen, die Wundheilungsstörungen haben, die brüchige Nägel haben, die Haarausfall haben, die immer wieder Erkältungen haben, haben fast alle einen Zinkmangel. Auch da mache ich gerne die Laboruntersuchung und da reicht es aber aus, die Leute wirklich im mittleren Normbereich anzustellen. Und wenn man nicht messen will, dann reicht es auch aus, wenn man jetzt bei entsprechenden Beschwerden einfach mal 3 Monate Zink einnimmt oder mal im Winter in der Erkältungssaison einfach auch mal jeden Tag eine Zinktablette einnehmen, dann macht keiner etwas verkehrt damit. Und Zinkmangel tritt auf. Welche Lebensmittel enthalten viel Zink? Warum tritt da häufig Mangel auf? Austern. Also wir müssen eigentlich nur jeden Tag eine Auster essen. Dann haben wir kein Problem. Ich selber mag keine Austern. Ich kann das einfach nicht essen. Ja. Rindfleisch hat auch noch viel Zink. Ist aber aus anderen Gründen dann nicht so gut. Haferflocken haben auch recht viel. Eigentlich in der Ernährung, wir könnten es kriegen, aber aus irgendwelchen Gründen, der eine nimmt es gut auf, der andere nicht so gut auf.
einfach messen. Ich messe einfach bei allen gefährdeten oder betroffenen Patienten. Und wenn Mangel da ist, dann gebe ich das einfach und dann wird es häufig deutlich besser. Okay, gut. Vielleicht wollen wir dann einfach tiefer in das Thema Omega-3 eingehen, weil das spielt ja eine sehr wichtige Rolle. Genau, vielleicht möchtest du einfach ein bisschen erzählen, warum ist Omega-3 so wichtig und ja, warum haben wir Omega-3-Mangel? Ja, fangen wir auch hinten an mit der letzten Frage, warum haben wir Omega-3-Mangel? Weil wir uns nicht mehr so ernähren wie vor 200 Jahren. Wie haben wir denn vor 200 Jahren gelebt? Wir haben viel Fisch gegessen. Wir haben 2, 3, 4 Mal in der Woche Fisch gegessen, weil das war ein arme Leute-Essen. Das konnten sich die Leute leisten. Fleisch war teuer. Es gab den berühmten Sonntagsbraten. Einmal in der Woche gab es Fleisch, wenn man Glück hatte. Und an Pflanzenölen, was gab es da? Es gab kein Sonnenblumenöl, es gab kein Distelöl, kein Olivenöl. Die Leute hatten Leinöl, Rapsöl, Hanföl, alles Omega-3-Öle. Also wir hatten von der pflanzlichen Seite Omega-3, wir hatten von der tierischen Seite Omega-3 und die Tiere, die wir gegessen haben, hatten auch wesentlich mehr Omega-3 als die Tiere, das in der Mast heute haben. Wir wissen, dass heute freilaufende Rinder haben mehr Omega-3 als Rinder, die im Stall stehen und dann irgendwelches blödes Soja-Kraftfutter nehmen, wo fast kein Omega-3 drin ist. Also es hat sich alles rapide geändert. Wir müssen uns alle so ernähren, wie wir es vor 200 Jahren gemacht haben, weil das wollen viele nicht, können viele nicht. Also müssen wir das auf andere Art und Weise ergänzen. Okay. Und genau, welche Rolle spielt jetzt Omega-3 bei Autoimmunerkrankungen, Schuppenflechte? Unsere Fettsäuren steuern ganz viele Prozesse in unserem Körper. Sie sind Vorstufen von bestimmten Hormonen. Die Omega-6-Fettsäuren steuern eher Hormone, die Entzündung fördern. Und Omega-3-Fettsäuren bilden Hormone, die eher Entzündung abbremsen. Nun will ich jetzt gar nicht sagen, Omega-6 ist nur schlecht und Omega-3 ist nur gut, denn wir brauchen beides. Wir müssen auch Entzündung entwickeln können. Wenn uns ein Bakterium oder ein Virus befällt, dann müssen wir eine Entzündung entwickeln, damit wir das bekämpfen können. Also auch Omega-6 ist lebensnotwendig. Das Problem ist heute nur, wir haben ein Ungleichgewicht. Wir hatten in der Evolution hatten wir ein ganz anderes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 als heute. Ja, vielleicht ist es sogar besser zu zeigen. Ich habe da mal was vorbereitet. Vielleicht kann man da gleich eine Folie zu zeigen. Mhm. Das ist, glaube ich, viel, viel anschaulicher. So, da habe ich eine Folie zur Evolution. Also hier haben wir Steinzeitmenschen, also Paleo ist ja heute auch ganz, ganz modern. Und die Forscher haben errechnet, dass die Steinzeitmenschen ein Omega-6-zu-3-Verhältnis von 1:1 in der Nahrung haben. Und das ist wirklich optimal, weil man damit nicht so stark zur Entzündung neigen. Und das ist auch genau dasselbe Verhältnis, was wir mit unserem Nervensystem im Gehirn haben. Wir haben halt viel pflanzliche Nahrung gegessen, wir haben auch viel Fische gegessen. Forscher sagen heute, wir waren gar keine Jäger und Sammler, wir waren eigentlich eher Fischer und Sammler. Okay, aus welchem steinzeitlichen Supermarkt die diese Ölflasche bekommen haben, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Und die vielgeschätzte mediterrane Ernährung, wenn sie denn richtig ist, wie vor 50 Jahren, heute essen die ja auch ganz andere Dinge, dann haben wir ein Verhältnis von 2:1. Auch das ist noch sehr gut entzündungshemmend. Und das Problem ist heute, dass man mit unserer normalen Zivilisationsnahrung ein Verhältnis von 15:1 oder sogar mehr haben. Also wirklich, man kann es nicht anders sagen, dieser industrielle Drecksfraß enthält kaum Omega-3 und ist enorm entzündungsfördernd. Ja, unsere Tiere, ich habe schon erwähnt, generell Tiere haben mehr Omega-6, fördern also mehr Entzündung. Und die Tiere, die eben heute mit Sojabohnenpellets und so Mist gefüttert werden, die haben noch viel mehr Omega-6 als die Tiere, die noch auf der Weide stehen. Natürlich gefüttert werden. Also das ist mit der Hauptgrund, warum wir eben heute so viele Entzündungen haben.